und ich bin total blessed in meinem Leben und ich darf eigentlich nicht schlecht gelaunt sein. Wen juckt's, wenn es mir einfach heute schlecht geht und ich einfach heute meine Tage habe, 5 Kilo Snickers essen will und mich einfach scheiße fühlen will, dann go for it. Hallöchen meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt's ein Video zu einem, ja, ein Trendthema, würde ich schon fast sagen, ist es. Wir haben ja schon öfter mal so am Rande drüber gesprochen, das Thema Self-Love und ja, einfach seine, sich selbst gut behandeln, sich selbst wertschätzen, Selbstliebe ist schon ein Trend. Also wenn ich so gucke auf Instagram und da gibt es ganz viele tolle Accounts auch, die wirklich sich damit beschäftigen und ja, die einfach Mädels ermutigen und lieb dich selbst und steh mehr zu dir und sei authentischer und nicht immer diesem Schönheitsideal hinterherrennen und so weiter und so weiter. Und ich finde, es ist ein großartiger Trend, der uns auf der einen Seite ja entspannen soll, dass wir nicht mehr so kritisch mit unserem Körper sind und diese ganzen Sachen. Auf der anderen Seite aber halt auch Druck erzeugt, weil jetzt müssen wir nicht nur schön sein, sondern wir müssen uns selbst auch noch lieben mit all unseren Makeln. Irgendwie so, weißt du, wie ich meine? Also es ist schon mittlerweile so Pflicht, dass man sich selbst irgendwie liebt und akzeptiert. Während es früher irgendwie zum guten Ton gehört hat, dass man gesagt hat so, na, bin ich so zufrieden, gehört es heute zum guten Ton, dass man auch nicht unzufrieden sein darf. So irgendwie ein bisschen. Und ja, das ist irgendwie so ein bisschen das Problem an der Sache. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, also wenn man so durch diese Accounts klickt, und das ist immer das, was man denkt, ne, bei anderen, die hat es ja leicht, sich selbst schön zu finden, weil die ist ja schön. Das denkt man natürlich immer ganz gerne, wenn du irgendwie siehst bei Instagram und denkst, ja, aber die hat ja eine gute Figur. Natürlich ist die body positive. Ich habe die gute Figur nicht. Ich kann nicht body positive sein. Das ist immer so ein bisschen die Krux an der Sache, finde ich. Und ich möchte jetzt heute in dem Video einfach gerne mal darüber sprechen, wie geht das eigentlich? Wie geht Body Positivity? Wie geht Selbstliebe? Und wie kommt man dahin? Weil es wird oft so ein bisschen verkauft, auch so bei Social Media und so. Mach doch einfach. Es ist doch total einfach. So, ja, jetzt fang doch einfach an, dich selbst zu lieben. So, also, ich meine, jeder, der schon mal versucht hat, irgendwie eine Gewohnheit zu ändern, sei es irgendwie jeden Tag Sport machen oder irgendwie aufhören zu rauchen oder whatever, weiß, wie schwer das ist, irgendwie im Kopf so einen Schalter umzulegen und eine Sache jetzt plötzlich anders zu machen. Und deshalb ist es natürlich irgendwie schon ein ziemlicher Quatsch, zu sagen, ja, jetzt lieb dich halt einfach mal selbst, wenn du das dein ganzes Leben lang nicht getan hast. Deshalb möchte ich euch einfach in dem Video jetzt heute so ein paar ganz konkrete Sachen an die Hand geben und einfach so ein paar ganz konkrete Beispiele auch an die Hand geben, wie man einfach dahin kommen kann, dass man sich selbst mehr mag und dass man sich selbst mehr akzeptiert. Weil warum ist das wichtig? Es ist super wichtig, weil letztendlich die Beziehung, die wir zu uns selber haben, definiert alle Beziehungen, die wir in unserem Leben aktuell haben oder noch haben werden. Also sei es irgendwie eine Partnerschaft, sei es Freundschaften, sei es berufliche Beziehungen, berufliche Erfolge, alles steht und fällt letztendlich mit dieser Beziehung, die du zu dir selber hast. Und es ist einfach wahnsinnig wichtig. Es ist nicht nur so auf den ersten Blick, dass man sagt, ach ja, entspann dich mal ein bisschen und akzeptiere dich so, wie du bist. Wir reden hier oft über Äußerlichkeiten. Aber letztendlich ist das Ganze, geht das Ganze ja noch viel weiter. Also gerade wenn man auch auf andere Bereiche jetzt schaut, geht es ja nicht nur darum, dass man sich selber akzeptiert und dass man sagt, oh, ich finde mich schön, sondern es geht ja auch darum, dass man auch andere, dass man Makel akzeptiert, dass man vielleicht sich Fehler verzeiht, die man gemacht hat in seinem Leben oder vermeintliche Fehler, dass man keine Angst mehr davor hat, neue Fehler zu machen. Also dieses vermeintlich oberflächliche Thema ist, glaube ich, doch tiefgreifender, als man auf den ersten Blick denken möchte. Und es hat sehr viele Auswirkungen auf unser Leben. Auch, ja, wie gesagt, auch auf unseren Job, auf unsere Beziehungen und letztendlich, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir mit Misserfolgen auch umgehen. Ja, ich habe vielleicht den Job heute nicht gekriegt. Bei dem Vorstellungsgespräch, bei dem ich war, der eine sagt, kein Problem, ich gehe weiter zum nächsten Vorstellungsgespräch. Der nächste sagt, oh Gott, ich bin nicht gut genug, ich werde niemals einen Job finden. Warum können die einen Leute das so? Oder die einen, eine Personengruppe, warum kann die das so? Und warum können andere Leute das nicht? Also das hat auf jeden Fall auch was mit Self-Love und Selbstwert und sowas zu tun. Und ja, ich gebe euch jetzt einfach mal so ein paar ganz konkrete und wirklich teilweise auch banale Sachen an die Hand, mit denen man so ein bisschen arbeiten kann und ja, die mir einfach sehr geholfen haben in meinem Leben. So, Punkt Nummer 1. Das ist eine Sache, die könnt ihr sofort machen, damit könnt ihr sofort anfangen und sie ist super simpel und banal. Um sich selbst kümmern. Was bedeutet das jetzt? Mich um mich selbst kümmern.
Ich habe es euch ja schon mal in dem letzten Video, da ging es darum, wie du so deinen Weg findest und wie du deine Träume auch verwirklichen kannst und sowas. Letztendlich ist es genau so. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist gar nichts machen. Und so ist es eben auch, wenn du mit dir selber nicht so ganz zufrieden bist, wie soll das besser werden? Es ist ja eine endlose Spirale. Du bist nicht zufrieden mit dir, dann bleibst du zu Hause, du fühlst dich vielleicht nicht schön, du fühlst dich vielleicht zu dick, was auch immer, ne? Was wir Frauen halt da immer so für Probleme haben, das wird ja nicht besser. Also um sich selber kümmern heißt einfach anfangen, dich gut zu ernähren, Sport zu machen, Bewegung. Jetzt wirst du sagen, ja, aber das ist ja wieder so oberflächlich. Jetzt sagst du mir, nur wenn ich jetzt Sport mache und dünn bin, dann werde ich auch irgendwie mich selber lieben. Das ist genau das Ding an der Sache und das ist genau das, warum man wahrscheinlich auch immer sagt, so, ah ja, die liebt sich halt selbst, weil die so ein Instagram-Fitnessmodel ist. Nein, ich glaube, in dem Moment, wo du einfach anfängst, was für dich und deinen Körper zu tun, hast du ein ganz anderes Gefühl für dich und du fühlst dich einfach irgendwie, ja, du fühlst dich wohler in deinem Körper, weil du dich einfach um dich selbst gekümmert hast. Ich meine, das ist ein ganz einfaches Beispiel, das kannst du nur mal irgendwie, wenn du mal überlegst, wenn du jetzt mal eine Grippe hattest und konntest irgendwie 2 Tage nicht duschen gehen und lagst nur im Bett, fühlst du dich doch mega beschissen. Und wenn du das erste Mal, wenn du erkältet warst, dann wieder duschen gehst, ey, du fühlst dich wie ein neuer Mensch, obwohl du einfach nur unter der Dusche warst. Weißt du, wie ich meine? Oder wenn du ein Workout gemacht hast, was richtig hart war, du fühlst dich danach wie Heidi Klum. Ne? Da denkst du danach so, wow, Victoria's Secret Fashion Show. Läuft bei mir. Also wisst ihr, wie ich meine? Das sind so Kleinigkeiten. Das ist natürlich Quatsch. Und genauso ist es, wenn du irgendwie so ein riesen Mackie-Menü gegessen hast und nach 3 Schokokuchen, dann fühlst du dich irgendwie 10 Kilo schwerer, als du eigentlich bist. Das ist so eine mentale Sache und es funktioniert tatsächlich. In dem Moment, wo du anfängst, irgendwie deinen Körper mit guten Sachen zu füttern und es hat natürlich auch was damit zu tun, ne? Wie Industriezucker und diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel auch auf unser Gehirn wirken. Also das ist kein Humbug, das ist tatsächlich auch Fakt. Also je mehr unverarbeitete Lebensmittel und gute Lebensmittel du isst, umso besser fühlst du dich auch nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und natürlich ja einfach Bewegung, Sport, indem du einfach aktiver bist, rausgehst, was für dich selber tust in dem Moment, wo du dich einfach selber wertschätzt und dir das wert bist, einfach zu sagen, okay, ich esse gut und ich tue was für meinen Körper. In dem Moment bekommst du auch ein ganz anderes Verhältnis, weil jemanden, den man liebt, den behandelt man doch gut. Und in dem Moment, wo du deinen Körper gut behandelst, gibst du ihm ja schon das Signal, dass du ihn gerne magst. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Startschuss, wie ich finde. Ja, der nächste Punkt ist, wenn man in so einem Tief ist, ne, das kennt ja jeder von uns, dass man einfach sagt, es klappt einfach nichts in meinem Leben, ist einfach alles scheiße und so. Dass man dann dazu tendiert zu sagen, ich kann nichts. Ich bin zu nichts gut, ich kriege nichts auf die Reihe. Wie ich vorhin gesagt habe, jetzt habe ich den Job auch nicht gekriegt. Letzte Mal, den Job habe ich auch nicht gekriegt. Das hat nicht funktioniert in meinem Leben, das ist scheiße. Und wir neigen so dazu, uns selber dann so runterzuziehen. Aber jeder von uns, wenn du mal in dein Leben zurückschaust, und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Übung, einfach mal zurückzuschauen und einfach mal zu gucken, wo habe ich Erfolge gehabt in meinem Leben? Jetzt wird wahrscheinlich jemand, der da so negativ ist, sagen, ich hatte noch keine Erfolge in meinem Leben. Bei mir läuft einfach immer alles scheiße. Das stimmt nicht, das gibt es nicht. Es sind diverse Sachen und musst sie einfach nur finden und die musst du einfach auch feiern, deine Erfolge. Das finde ich ist ganz wichtig. Das kann alles sein. Ja? Vielleicht hast du irgendwie vielleicht bist du besonders gut darin, irgendwie Menschen zu trösten und Menschen aufzubauen. Vielleicht bist du jetzt mit deinem Körper unglücklich und sagst, bei mir klappt gar nichts. Vielleicht hast du ein Kind gekriegt und erinnerst dich mal daran. Einfach das Krasseste überhaupt, dass du es geschafft hast, ein Kind auf die Welt zu bringen. Ne? Das sind so viele Sachen, ja, die man als so selbstverständlich empfindet. Oder vielleicht hast du es irgendwie geschafft, dein Studium durchzuziehen und solche Sachen, wo man denkt, ja, easy, ja, das habe ich natürlich schon gemacht, aber sonst bin ich in allem scheiße. Aber das wirklich mal anzuerkennen und wertzuschätzen, was man selber einfach in seinem Leben schon geleistet hat, das machen wir viel zu selten und es ist uns einfach auch anerzogen worden, dass man das nicht macht. Du darfst nicht stolz auf dich sein, du darfst dich nicht schön finden, Eigenlob stinkt, bla bla bla, dieser ganze Scheiß. Ich finde es auch immer so lustig, wenn mir Leute hier schreiben auf meinem Kanal, so riesig, ich finde das total krass, wow, ja, und du bist so frech immer und dass du hier den Leuten, ne, dass du hier mit irgendwelchen Shit-Kommentaren und so und dass du da so frech antwortest oder andere sagen auch, ich bin undankbar, dass ich das irgendwie und das ist natürlich das Recht von den Leuten ist, mich hier irgendwie als blöd und hässlich und scheiße zu bezeichnen und dass ich total arrogant bin, dagegen zu reden oder diese Leute zu blockieren, wo ich mir denke, Wahnsinn, ne, wie ist diese Gesellschaft irgendwie, wie abgefuckt ist diese Gesellschaft? Nein, das ist nicht der Normalzustand, das
nicht der Normalzustand, sich von anderen Leuten runterziehen zu lassen. Und es ist nicht der Normalzustand, sich klein zu machen und sich immer zu ducken und unauffällig zu sein. Unser Normalzustand sollte sein, hallo, hier bin ich. Ich bin super, ich bin genau so, wie ich bin. Bin ich genau richtig. Das sollte normal sein. Wir dürfen uns selber schön finden. Wir dürfen unsere Erfolge feiern. Wir dürfen sagen, wenn wir irgendwas gut gemacht haben. Wir dürfen stolz sein auf die Sachen, die wir gemacht haben. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig, weil das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und ich kenne das auch noch von früher, dass man da irgendwie so, auch aus meiner Kindheit so, ich habe es auch nie gelernt, so wirklich, dass man sagt, oh, ich bin toll und so, eher im Gegenteil. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ich hoffe, es stört euch nicht, aber manchmal, ne, wenn es dann mit mir durchgeht, dann kann ich mir auch nicht mal alles merken, was ich mit euch besprechen wollte. Der nächste Punkt ist Kindheit. Natürlich ein Nummer 1 Faktor für die Person, die wir heute sind, ist unsere Kindheit. Wie haben wir es vorgelebt gekriegt? Wie sind wir aufgewachsen? Was haben wir als Kind mitbekommen? Wie sind wir geprägt als Kind? Und wenn du als Kind natürlich immer nur hörst, du bist nicht gut genug, du bist zu dick, du bist hässlich, du bist dumm, du bist bla, was auch immer. Das kann ja sehr, in der Konfrontation sein, dass du einfach das direkt gesagt gekriegt hast. Oder das kann ja auch sehr subtil gewesen sein, dass jemand das zwar nicht direkt zu dir gesagt hat, aber immer so unterschwellig und tief drin und du denkst dein ganzes Leben lang, okay, ich bin nicht gut genug, ich muss mich anpassen und ich darf nicht zu sehr auffallen und solche Sachen. Aber letztendlich gibt es auch dafür nur einen Weg und zwar ist es einfach zu erkennen, du bist erwachsen jetzt und Eigenverantwortung zu übernehmen. Natürlich prägt uns unsere Kindheit und natürlich prägen uns die Ereignisse in unserem Leben, aber heutzutage, jetzt in dem Moment, spielt es letztendlich gar keine Rolle, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, okay, es ist jetzt mein Leben, ich nehme das jetzt in die Hand, ich mache das Beste draus und ich versuche das umzudrehen, oder du bleibst ewig in dieser Rolle, die du gelernt hast und bleibst das ganze Leben lang immer diese Person, die sagt, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug. Oder du drehst es um und sagst jetzt, nein, das stimmt nicht, ich bin jetzt erwachsen und ich schaffe das und ich kann das machen. Ich bin nicht zu blöd für irgendwas, ich bin nicht zu hässlich für irgendwas und ich werde es den Leuten zeigen, dass es auch anders geht und ich werde es mir auch selber beweisen, dass es auch anders geht. Ja, eine ganz wichtige Übung dafür ist auch, ich kann das immer gar nicht haben, das finde ich immer, ganz schlimm, wenn ich mich mit Freundinnen treffe und jemand sagt dann so, redet dann über sich selber so negativ, wenn Freundinnen sagen so, boah, ich bin so fett geworden und so, ist so viel so, alles irgendwie eklig und so. Ich meine, wir haben alle so diese Phasen, wo man sagt, ich sag auch manchmal so, ich bin so ein Depp und so, halt irgendwie lustig, das ist normal. Aber ich finde das immer ganz schlimm, wenn Leute so über sich sprechen, wo ich immer sag das nicht. Das ist schon so, mit dir selber schon so zu reden. Und ich glaube, es macht was mit uns. Da denkt man halt so, ja, keine Ahnung, aber wenn es halt auch so ist, wenn ich halt auch fett geworden bin. Aber so würdest du ja auch mit einer anderen Person nicht sprechen. Das demotiviert ja ungemein. Und wenn ich mir selber immer so diese Rolle, in die ich mich da so reingefunden habe, wenn ich da einfach so drin bleibe und einfach den Leuten, vielleicht hat ja jemand dein Leben lang dir gesagt, dass du zu fett bist, vielleicht hat jemand einen blöden Spruch gebracht. Ich meine, die Leute, ne, kommen ja auf die unmöglichsten Ideen und dauernd haut dir jemand einen Spruch ein. Aber in dem Moment, wo du das selber für dich annimmst und du das immer wieder noch bestätigst und dir das selber bestätigst und sagst, ja, ich bin ja wirklich, also ja, klar, die haben alle recht und es ist auch einfach alles scheiße. In dem Moment suggerierst du das deinem Gehirn und du manifestierst einfach diese ganze Sache immer noch mehr. Das finde ich, ist einfach ganz wichtig, mit sich selber liebevoll zu sprechen. Einfach zu sagen, ja, auch mal, ja, das habe ich jetzt gut gemacht. Super, die Arbeit heute, das war super, das habe ich gut gelöst, das Problem. Oder auch nur Kleinigkeiten, das ist mir jetzt gut gelungen, einfach indem du das umkehrst und nicht immer in deinem Kopf diese negativen Sachen dir immer, immer, immer wieder sagst, solange bis du es selber glaubst, das einfach umzukehren und sich einfach selber, ja, mit dir selber so reden, wie du mit einem lieben Menschen reden würdest. Ja, weniger Perfektionismus ist auch noch ein Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Also ich neige auch dazu, irgendwie nie so wirklich zufrieden zu sein. Und irgendwann habe ich mir dann auch mal gedacht, so ja, aber das ist ja uferlos, ne? Also du kannst es ja, du bist ja selber irgendwie dein größter Kritiker und du kannst es dir ja selber nie recht machen. Und da einfach ein bisschen davon wegzukommen und ja, zu akzeptieren, einfach Sachen zu akzeptieren, jetzt auch gerade aufs Optische zum Beispiel, Sachen akzeptieren und Sachen aber auch optimieren. Also das ist ein schmaler Grat, da einfach auch zu sagen, ja, wir müssen nicht alle so das hinnehmen, wie es uns gegeben ist. Wenn ich sage, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht wohl, ich möchte einfach jetzt ein bisschen irgendwie meine Beine irgendwie ein bisschen shapen und ein bisschen knackiger werden und ich möchte jetzt einfach mit Sport anfangen, dann ist das völlig okay und es ist nichts Verwerfliches dran, dass ich sage, ich habe mich damals mit 5 Kilo weniger, irgendwie habe ich mich ein bisschen fitter gefühlt. Nur dabei ist es halt auch ganz wichtig, dich als Person
trotzdem nicht zu verleugnen. Du kannst sagen, ja, ich habe mich da ein bisschen besser gefühlt, aber du bist jetzt deshalb kein schlechterer Mensch, weil du jetzt 5 Kilo mehr wiegst. Aber es ist durchaus okay und das, finde ich, kommt in diesem Body Positivity immer so ein bisschen zu kurz, sobald jemand in die Richtung geht, dass er sagt, ja, aber ich möchte jetzt irgendwie was ändern in meinem Leben und an mir, dass dann immer gleich gesagt wird, nee, mach das nicht, akzeptier. Du musst nicht alles akzeptieren. Du kannst Sachen optimieren, aber du musst auch realistisch sehen, was machbar ist und was nicht machbar ist. Ich habe zum Beispiel vorhin gerade im Badezimmer festgestellt, dass ich hier hinten an meinem Bein voll die Besenreißer gekriegt habe. Das ist total lustig, weil meine Mutter, die hat hier genau an der gleichen Stelle und anscheinend ist das irgendwie Veranlagung. I don't know. Ja, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schön. Wer möchte gerne Besenreißer haben, aber was soll ich jetzt dagegen machen? Dann habe ich irgendwie gegoogelt, was macht man gegen Besenreißer? Da steht da so drin, so ja, um Besenreißer vorzubeugen, sollten sie sich genug ernähren und Sport machen. Ich dachte mir so, ach so, ja, cool, das probiere ich vielleicht mal aus. Ja, nee, Quatsch, also mache ich ja alles schon. Offensichtlich ist es dann halt einfach Veranlagung. Es gibt halt einfach so manche Sachen, die kann man halt nicht ändern. Und da ist es einfach auch Zeitverschwendung, sich daran so festzubeißen und sich jeden Tag jetzt vor den Spiegel zu stellen, zu sagen, oh, ich habe da Besenreißer, ich bin so hässlich. Es ist einfach sinnlos. Weil, und wenn ich mich noch 100 Jahre drüber aufrege, dann sind die immer noch da. Einzige Lösung wäre wahrscheinlich, sich das irgendwie da weglasern zu lassen oder so. Ja, aber Sachen, die du selber verändern kannst, da musst du wirklich dann auch mal realistisch sehen. Das eine kann ich verändern, da hänge ich mich rein. Und das andere, das muss ich einfach akzeptieren, weil es ist, wie es ist. Ja, die Frage, die du immer stellen musst, was ändert denn die Meinung von anderen Leuten an deinem Selbstbild? Niemand von uns ist frei davon, dass man jetzt sagt, mir alles scheißegal, was andere Leute sagen. Das ist einfach, das ist eine schöne Vorstellung oder ich vergleiche mich nicht mit anderen. Es existiert nicht. Jeder hat Situationen, wo er sich mit anderen vergleicht und wo er auf die Meinung der anderen einfach auch angewiesen ist. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie einen Job haben will, da bin ich auf die Meinung von den anderen angewiesen, ob die mich einstellen oder nicht. Und ich habe da am Anfang von meiner beruflichen Laufbahn, ne, am Anfang, als ich selbstständig war, als ich Freiberufler war, habe ich total damit gestruggelt. Ne? Wenn man einfach, du kämpfst natürlich immer darum, dass du einen Job wieder kriegst, ne, für ein bestimmtes Projekt und dann kommt das nächste Projekt. Und wenn du einfach Jobs nicht gekriegt hast, und ich habe mir immer gedacht, mein Gott, ja, was habe ich falsch gemacht? Warum fanden die mich blöd? Warum habe ich jetzt diesen Job nicht gekriegt? Was denken die Leute über mich? Ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht. Und dann hat mein Freund mal was total Schlaues gesagt, das ist schon ewig her, das ist schon 10 Jahre her, glaube ich. Und ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben und das, da denke ich heute immer noch dran, der zu mir gesagt hat, du musst immer bedenken, das ist keine Entscheidung gegen dich, sondern das ist einfach eine Entscheidung für jemand anders. Und dann denkst du erstmal so, keine Ahnung, was meint er damit? Aber er hat halt total recht letztendlich. Wir machen uns zu viele Gedanken. Warum habe ich den Job nicht gekriegt? Es gibt 1000 Möglichkeiten. Wahrscheinlich ist es einfach so, dass jemand anders ihnen besser gefallen hat. Nicht, dass sie dich blöd fanden. Vielleicht hat jemand anders die besseren Kontakte oder es kam noch irgendwie jemand um die Ecke, der einfach besser geeignet war. Also es hat nichts mit dir zu tun. Und das ist ganz wichtig und das habe ich wirklich auch in meiner beruflichen Laufbahn einfach gemerkt. Es hat nichts mit dir zu tun, weil wenn du anfängst, dir jedes Mal Gedanken darüber zu machen, warum der und nicht ich, du bist ja da nicht mehr fertig, ne? Also das ist tatsächlich was man sich immer sagen muss. Auch jetzt, wenn irgendwas nicht geklappt hat, dann hat es vielleicht für jemand anders geklappt und dann funktioniert es bei dir vielleicht beim nächsten Mal. Dann ist vielleicht für dich irgendwie der nächste Job vorgesehen. Also das finde ich ist ganz wichtig, ja. Und wenn man sich das irgendwie so von der Seite betrachtet, sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Ja, dann noch eine letzte Sache, die mir wirklich persönlich sehr, sehr geholfen hat. Und wer mich schon länger guckt, der weiß, was jetzt kommt. Yoga und Meditation sind ja so ziemlich die Antwort auf alles. Aber es ist tatsächlich wirklich so, ich habe es ja früher auch nicht geglaubt, ne, mit dem gerade Yoga und Meditation. Aber warum ist es so? Warum bringt dich das zu mehr Selbstliebe? Weil du einfach gezwungen bist, bei dir selbst zu sein. Gerade auch Yoga durch die Bewegung. Ich habe durch Yoga ein ganz anderes Körpergefühl gekriegt. Ich habe durch Yoga mehr Spaß an normaler Bewegung, an normalem Sport bekommen, weil man einfach seinen Körper mehr spürt durch diese Atmung, durch das bewusste Atmen, sich mit dem Atem verbinden und solche Sachen, kommst du einfach mehr da rein, dass du einfach gezwungen bist, bei dir zu sein. Und ja, oftmals sind ja auch solche Sachen wie ein Burnout oder Ängste oder Sachen, die einfach uns bedrücken, belasten, sind oft Sachen, die sehr nach außen gerichtet sind. Wir gucken zu sehr, wir wollen es immer allen recht machen und wir gucken zu sehr, was denkt irgendjemand über mich. Und Yoga ist eben genau das Gegenteil. Yoga ist nur bei dir und es geht nach innen und es geht in deine Mitte. Und ja, wenn du das erstmal gelernt hast, bei dir zu bleiben,
dann bist du auch sicherer im Umgang mit anderen. Also dass du einfach, ja, wenn du immer so, stell dir vor, du hast irgendwie einen hellsten Vortrag oder so, ne? Und es sitzen so viele Leute und die gucken dich an und du weißt irgendwie gar nicht so, oh, es sind alles so Leute und es kommt alles von außen und du bist irgendwie total lost. In dem Moment, wo du einfach bei dir bist und einfach fokussiert bist und in dir drin einfach selber sicher bist, kann dir ja letztendlich gar nichts mehr passieren. Weil du weißt ja, der Vortrag wird gut, das, was ich zu erzählen habe, ist eine gute Message und du bist nicht so sehr angewiesen auf das Feedback der anderen Leute. Meine Lieben, das waren jetzt so ein paar kleine, einfache Übungen, die mir einfach in meinem Leben bisher ja, sehr geholfen haben. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt von Perfektionismus reden, dann müssen wir auch davon reden, dass es nicht schlimm ist, wenn wir jetzt nicht heute von heute auf morgen einfach uns selbst lieben. Ich glaube, das ist einfach auch eine Reise und ein Prozess. Und man setzt sich auch, ich setze mich ja immer hin und dreht das so schlau und sage, oh, so habe ich es geschafft, gesünder zu essen. So habe ich es geschafft, abzunehmen. So habe ich es geschafft, mehr zu meditieren. Bla, 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 diese ganzen Sachen. Ja, ist richtig, so habe ich es geschafft, aber es ist nicht so, dass ich jetzt alles weiß und heute alles perfekt ist. Es ist immer noch, jeder von uns ist auf einer Reise und es ist immer ein Prozess und Selbstliebe, Akzeptanz, seinen Weg im Leben finden, all das ist ein lebenslanger Prozess und ich glaube, man kann sich nicht hinsetzen und sagen, jetzt mache ich es richtig, jetzt weiß ich es, jetzt habe ich es verstanden, wie es läuft. Nee, wahrscheinlich gibt es immer wieder Phasen im Leben, wo du sagst, oh, finde ich einfach heute blöd und das müssen wir auch akzeptieren. Wir hatten eine ganz schöne, eine Dozentin von uns hat das mal ganz schön gesagt, auch im Unterricht, auch mit Yoga und Meditation und diesem Neuen ist ja auch so ein Trend, ne? Es ist schon so anstrengend, immer entspannt zu sein. Und das ist wirklich so, ne? Also irgendwie, man muss ja immer und immer dankbar und es ist immer alles toll und nein und es anderen Leuten geht es viel schlechter, du musst immer dankbar sein. Auch das stresst schon ungemein, also auch da hilft es einfach auch mal loszulassen und zu sagen, dann ist halt heute mal ein Scheißtag. Ist halt so, ne? So ist das Leben. Und vielleicht habe ich heute einfach ohne Grund schlechte Laune. Und ich bin total blessed in meinem Leben und ich darf eigentlich nicht schlecht gelaunt sein. Wen juckt's? Wenn es mir einfach heute schlecht geht und ich einfach heute meine Tage habe, 5 Kilo Snickers essen will und mich einfach scheiße fühlen will, dann go for it. Ja, also das finde ich jetzt auch ganz wichtig. Wir müssen nicht jeden Tag in Self-Love schwelgen und sagen, oh, ich liebe mich so sehr, ist alles so toll. Nein, auch das ist okay. Ihr Lieben, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja einfach auch noch ein paar Tricks. Was macht ihr denn so, um besser zu euch zu finden, um mit euch eher im Reinen zu sein? Habt ihr eure Reise da schon irgendwie begonnen oder habt ihr sie schon weitgehend hinter euch oder sagt ihr, ah, da muss ich wirklich noch dran arbeiten, weil da habe ich echt schon immer Probleme damit? Das interessiert mich total und wenn euch das Video Spaß gemacht hat, ein Däumchen hoch oder ein Abo, da freue ich mich auch immer drüber und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!